Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden.